Hallo, hier ist Kiri aus Norwegen. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in mein langsames, stressfreies Leben. Ich lebe wirklich meistens ziemlich langsam und stressfrei, worüber ich sehr, sehr froh bin, denn das war auch nicht immer so. Und in diesem Video nehme ich euch mal mit in ein paar Aktivitäten, die mich wirklich zur Ruhe bringen und die sehr gut in den Herbst und in die dunkle Jahreszeit passen. Ich finde, die dunkle Jahreszeit ist wirklich eine gute Chance, bewusst langsamer zu werden. Und auch sich bewusst machen, was denn wirklich zählt im Leben, was wirklich für einen wichtig ist. Ist es wirklich das ganze Kaufen, der wahnsinnige Konsum? Das macht doch auf Dauer nicht wirklich glücklich, oder? Weniger kaufen und mehr selbst machen und kreativ sein mit eigenen Händen. Ich finde, das macht irgendwie so viel Spaß. Es gibt mir ein Gefühl von innerer Zufriedenheit, selbst wenn mal etwas daneben geht. Irgendwie der Drang, ständig etwas Neues zu kaufen, fast zu müssen, das ist so ein Drang, der nur so kurz befriedigt und auch nur ein kurzfristiges Glücksgefühl bringt. Das Gefühl der Leere, das kommt dann schnell zurück. Und was bleibt, ist nur ein leeres Bankkonto und überfüllte Schränke mit Dingen, die wir nicht wirklich brauchen. Der November war übrigens in diesem Jahr bei uns besonders mild. Genau vor einem Jahr hatten wir schon Schnee. Ich hoffe, ich kann dich ein bisschen inspirieren, auch mal wieder etwas mit deinen Händen selbst zu machen. Auch wenn es gar nicht perfekt ist. Mein Herbstlicht ist auch überhaupt nicht perfekt geworden, aber trotzdem schön. Und das geht total einfach, das zu basteln. In diesem Jahr hatte der Herbst ein ganz besonderes Geschenk, nämlich eine reiche Apfelernte. Und ich liebe Äpfel. Und da habe ich zum ersten Mal Apfelringe gemacht. Und das ist wirklich super lecker. Also ich schneide die Äpfel erst entkerne ich sie, dann schneide ich sie in dünne Streifen, bepinsel sie mit etwas Zitrone. Und dann trockne ich sie im Backofen ungefähr 2 Stunden bei 80 Grad. Und zum Schluss lasse ich sie dann auch noch weiter trocknen an der Luft. Und während die Apfelringe hier so trocknen, da hatte ich die Idee, mit den Apfelscheiben, die ich schon geschnitten hatte, noch einen Apfelkuchen zu backen. Einen veganen Apfelkuchen auf der Basis von Hefeteig. Und da lege ich die Äpfel drauf, in dünnen Scheiben geschnitten. Und bestreiche sie dann mit ökologischem Apfelmus. Und obendrauf habe ich dann noch Streusel gemacht aus veganer Butter, Zucker und etwas Mehl. Und dann das Ganze ab in den Backofen. Und der Apfelkuchen ist super lecker geworden. Den habe ich dann genossen vor dem Ofenfeuer. Das ist einfach perfekt in dieser dunklen, kalten Jahreszeit. Frischer Apfelkuchen, warmer Kakao an einem gemütlichen, warmen Plätzchen und meinen Lieblingsmenschen neben mir in unserem kleinen Holzhaus in Norwegen. Das lässt mich einfach so dankbar und glücklich sein. Das ist für mich wahrer Reichtum, auch ohne viel Geld. So, hier haben die nochmal nachgetrocknet. Einige sind schon vernascht, weil sie so lecker sind. Und der Rest wird jetzt ins Glas gepackt.
Solche Aktivitäten lassen mich wirklich zur Ruhe kommen. Äußerlich sowie innerlich. Es ist einfach so viel schöner und sinnvoller, als irgendwie durch die Läden zu streifen und irgendetwas zu kaufen. Es ist einfach so ein tolles Gefühl, wenn man etwas selbst gemacht hat. Und jetzt nehme ich euch noch mit auf einen Herbstspaziergang in den schönen Wald, bevor der November dann alle Blätter mit sich genommen hat. So ein Waldspaziergang lässt mich immer ganz besonders zur Ruhe kommen und wirklich frei werden, auch im Kopf. Mein Handy stelle ich dann immer ganz bewusst auf Flugmodus. Ich habe es gern dabei, damit ich nochmal auch mal ein paar Fotos machen kann oder filmen kann. Aber ich möchte die Natur ganz in Ruhe genießen und einfach langsam. So gern ich auch mit meinem Hund zusammen bin, oft genieße ich es dann auch mal, einfach ganz alleine und auch in Ruhe Tiere beobachten zu können. Und bei diesem Spaziergang hatte ich noch etwas ganz Besonderes dabei, meine Hängematte. Es war noch warm genug und das ist ein wirkliches Highlight. Ich habe mich so, so gefreut und ich liebe es einfach nur zu liegen und nach innen zu schauen. Ganz still zu werden im Innen sowie im Außen. Da kommen mir auch immer die besten Ideen. Und dann einfach nur wahrzunehmen, was ist. Mich mit der Natur verbinden und im Hier und Jetzt sein. Das macht mich einfach glücklich. Und dieses Glück kann ich nicht mit Geld kaufen. Dieses Glück schenkt mir die Natur und die eigene Langsamkeit. Es fühlt sich immer noch an wie spät abends, aber es ist gerade erst kurz vor vier oder so. Ja. Aber wenn so schöne Tage sind und ich tagsüber etwas Sonne tanken kann, dann macht es mir nicht so viel aus. Aber es ist schon eine Umstellung. Man muss sich immer erst dran gewöhnen. Also ich muss mich jedenfalls immer erst dran gewöhnen. Ich glaube, die meisten geht es so. Schon dickes Eis um diese Zeit und ganz viel Schnee. Das ist sehr spät in diesem Jahr. Aber schön. Schön, wenn der Winter kommt. Mittlerweile bin ich in der dunklen Jahreszeit angekommen.